So, jetzt können wir hier die ganzen gewöhnlichen Schilde verkaufen. Das wird eine Weile dauern, da das so viele Schilde sind. Armbrüste bis auf eine. Okay, Busen. Saurib Speer und Meisterspeer gibt keinen Unterschied. Außer das Aussehen. So. Dann das Ganze mal ins Ding verschieben. Ins Lager. So. I'm here. How do you do? Ja, dann fragen wir ihn mal. Ich suche nach einer Jungfrau namens Alice. Der Fürst lässt sich auch umfragen. Was? Er grunzt. Naja, wenigstens fragst du freundlich. Schon schlimm genug, dass eine kleine Armee ins Dorf eingerückt ist. Aber nein, dann müssen sie sich auch noch wichtig machen und einem sagen, was man zu tun und zu lassen hat. Er schüttelt seinen Kopf und kichert. Das ist eben das Problem mit diesem Fürsten. Ich denke, dass sie aufgrund ihres Geldes und ihres Familiennamens das Anrecht auf eine Sonderbehandlung hätten. Sie erwarten, dass jeder wie ihre Diener um sie herumschwänzelt. Nein, mein Herr, solche Leute haben wir im Dürrwald nicht. Wir haben uns schließlich von der Idee abgespannt, um solchen Unsinn zu entgehen, wenn Sie denken. Wir werden konzentriert. Ich suche nach dem Mädchen. Entschuldige, aber hat irgendetwas davon mit Alice zu tun? Ich verstehe schon, warum du dich so fühlst, aber momentan suche ich nur nach seiner Tochter. Nehmen wir mal das. Natürlich, natürlich, ich wollte gerade von ihr sprechen. Er räuspert sich. Ich habe sie nicht gesehen, zumindest nicht, seit sie verschwunden ist. Sie ist meistens für sich alleine geblieben. Er zuckt mit den Schultern und poliert den Fauststift weiter. Aber du weißt ja, wie Frauen sind. Sobald man zwei von ihnen zusammenbringt, gibt es ein endloses Getue und Gerede. Was wohlgemerkt gar nicht schlimm ist, das soll keine Kritik sein. Man hat halt nur den Eindruck, als ob ihnen nie die Themen ab ausgehen würden. Das Mädchen schien ziemlich still, richtig schüchtern, will ich meinen. Aber selbst Hendina hat sie zum Reden gebracht, was einem zeigt, wie sehr man sich irren kann. Hendina? Eine Alchemistin betreibt einen kleinen Stand in der Dorfmitte, begabte Dame, aber sie hatte vor nicht allzu langer Zeit ein Aufeinandertreffen mit Lindwürmern. Sie hatte Glück, dass es nicht der große Oger war, der in letzter Zeit hier durch die Gegend streift. Hast du schon gehört? Vor ein paar Tagen hat er Rumbald alle Schweine gestohlen. Sprich ihn bloß nicht darauf an. Das Thema ist für ihn immer noch ein Wunderpunkt. Und wenn man ihn erstmal wegen dieses Ogers und seinen Schweinen in Rage gebracht hat, hört er mit dem Reden gar nicht mehr auf. Dann lebt mal wohl. Okay, jetzt wissen wir, dass wir mit der Alchemistin reden müssen, wegen der Tochter. Und mit dem Gerber, wegen dem Oker. Certainly. So, Kana, what do folks in Rawatai do for fun? Aside from each other, do you just gape at every shiny object that comes along? Or is that just what you do when abroad? Tekoa may be more traditional, but it has its share of festivals. Drink a little wine, find someone to dance with. Wine and dancing? Oh, guess I had it all wrong. So, no shark races and undersea orgies? No, that's all true. Okay. Also, Kanna, was machen die Leute in Rautai denn so in ihrer Freizeit? Also, abgesehen davon, einander an die Gurgel zu gehen. Gafft ihr einfach jedes glänzende Objekt an, das euch vor die Augen kommt? Oder macht ihr sowas nur im Ausland? Takova mag es ja traditioneller sein, aber auch dort gibt es einige Feste. Ein bisschen Wein trinken, jemand zum Tanzen finden. Wein und Gesang, da habe ich wohl es wohl ganz falsch verstanden. Also, keine Hai-Rennen und Unterwasserorgien. Nein, das ist alles wahr. Also, Hai-Rennen und Unterwasserorgien in Takova. Dann gucken wir mal, was hier in dem Haus drin ist. Nur ein Gelber, der Zeug hier hat.
Auch die Schreibtisch liegt ein aufgeschlagenes Hauptbuch, in dem Kauf- und Verkaufsbeträge für verschiedene Alchemisten zu Zustaaten und Gebräue aufgelistet sind. Das ist dann wohl doch hier das Haus der Alchemistin, aber sie steht lieber auf der Straße zum Verkaufen. Welcome. Eine junge Frau lehnt sich gegen einen Wagen. Ein Arm und eine Seite ihres Gesichts sind mit Bandagen bedeckt, unter denen du rohes, welliges Fleisch erkennen kannst. Von ihren Wundverbänden dringt ein minziger, scharfer Geruch zu dir herüber. Sie grinst schmerzhaft. Gerade erst angekommen, ich wollte gerade einen Teil meines Lagerbestands trocknen, aber du kannst dich trotzdem gerne umsehen. Warum ist dein Lagerbestand so eingeschränkt? Es sind die verdammten Straßen. Ich kann keinen meiner Zulieferer kontaktieren und bin deshalb darauf angewiesen, was ich mir im Wald zusammenschnorren kann. Dirwurz, Fullus, Schilf und dergleichen. Das ist alles schön und gut, aber die meisten Tränke benötigen auch noch stärkere Zutaten. Trollhaut, Gefäßknochen und so Zeugs. Außerdem gäbe es da noch die wirklich seltenen Zutaten. Sachen, die man sich niemals leisten, geschweige denn selbst finden kann. Was hast du gefunden? Als der Rest der Geschichte aus hier rausgespult kommt, zuckt Indina zusammen. Ich hatte ein Jungdrachennest östlich der Ortschaft beobachtet, bei der Dürfurter Flusskreuzung. Das Biest blieb gerade lang genug, um einen Haufen Eier zu legen und zog dann weiter. Der Himmelsmutter sei Dank, dass es kein ausgewachsener Drache war. Sie schaut ihren bandagierten Arm und verzieht ihr das Gesicht. Frische Eier sind sehr viel nützlicher als welche, die von Händler zu Händler wandern oder wochenlang im Nest liegen, und die Eier dort schienen genau im richtigen Alter zu sein. Ich wollte mir ein Ei beschaffen, aber ich wusste nicht, dass schon so viele geschlüpft waren. Oder dass junge Lindwürmer ihr Territorium so heftig verteidigen. Ich könnte ein Ei für dich besorgen. Sie starrt dich unverhindert an, aber in ihren Augen siehst du aufkeimende Hoffnung und ihre Mundwinkel beginnen zu zucken. Ich hatte gehofft, dass du das tun würdest. Es heißt, die gütigen Wanderer seien gut in solchen Dingen. Also mein Paladinorden. Dass sie das so erkennt. Sie beißt sich auf die Lippe. Wenn du das ernst meinst, würde ich dich auf jeden Fall dafür bezahlen. Vergiss aber nicht, dass Dracheneier trotz ihrer Größe ziemlich zerbrechlich sind. Und mit einem intakten Ei kann ich viel mehr anfangen. How do you do? Sie zieht einen ihrer Verbände zurecht. Kann ich sonst noch was für dich tun? Wenn du dich bald wieder ins Getümmel der Straßen stürzen wirst, hätte ich da einige nützliche Wundsalben für dich. Wie hast du die Verbrennung erlitten? Sie schaut zu Boden, durch die Flamme, wie schlimm sieht es aus? Sag es einfach, ich weiß, du beschönigst nichts. Es sieht so aus, als würde es schmerzen. Nur ruhig, so schlimm ist es nicht. Ich bin überrascht, dass du noch ins Freie gehst. Mich kümmert es, wie du aussiehst, dass du in Ordnung bist. Das ist die Hauptsache. Ich will nur wissen, was passiert ist. Nehmen wir mal die 4. Wahrscheinlich hast du recht. Wie gut, dass ich mich mit Breiumschlägen auskenne. Sie seufzt. Über meine Auseinandersetzung mit den Windwürmern habe ich dir ja schon erzählt. Den Rest wirst du dir schon selbst zusammenreimen können. Was ist an den Straßen verkehrt? Ein farbschönes Geräusch raschelt aus ihrer Seele. Briganten, Plünderer, suchst dir aus. Die Götter mögen ja unsere Babys aushöhlen, aber es sind die Erwachsenen, die den Rest von uns ausradieren. Die Leute strömen nach Tutzbucht, weil sie hören, dass dort gesunde Kinder geboren werden. All die Flüchtlinge und verlassenen Häuser locken Verzweifelte jeder Art an. Wie Hundescheiße, die fliegen. Erzählen wir nochmal über das Drachenei. Es befindet sich in einem Nest auf einer Klippe am östlichen Ende der Dürfurter Flusskreuzung. In der Wildnis ein Stück östlich von hier. Es gibt sicher anderswo noch mehr, aber das bei der Dürfurter Flusskreuzung ist genau im richtigen Alter. Wenn du hingehst, sei vorsichtig. Als ich das letzte Mal dort war, wimmelte es von Lindwürmern und ich nehme an, dass sie noch dort sind. Zeig mir mal deine Waren. Sie geht zur Seite, selbstverständlich. In den Regalen ihrer Karre stehen Konservengläser, Fläschchen und gebündelte Papierstapel. Also ja, sie verkauft Tränke und Kräuter und ein paar Crafting-Materialien. Die alle immer ganz nett sind. Nestei haben wir jetzt freigeschalten. Hendina, eine Alchemistin in Dürfurt, hat aufgrund der Brigaden und Flüchtlinge auf den Straßen Schwierigkeiten, Vorräte geliefert zu bekommen. Sie benötigt frische Zutaten für ihre Tränke. Sie sagt, dass es in der Nähe des Dorfes ein verlassenes Jungdrachennest gäbe.
Wenn du eine Aue herausholen könntest, wäre sie in der Lage, neue Tränke zu brauen. Edina hat mir von einem Jungdrachennest östlich des Dorfes erzählt. Sie glaubt, dass es von den Jungdrachen verlassen wurde. Offensichtlich aber nicht von einem ganzen Gelege von Lindwürmern. Sie wurde von den Lindwürmern angegriffen, als sie versuchte, sich dem Nest zu nähern, aber sie würde es zweifelsohne schätzen, wenn ich ein Ei für sie holen könnte. Mhm. So, da fragen sie sie mal nach der Edelfrau. Sie zieht an einen ihrer Verbände zurecht. Kann ich sonst noch was für dich tun? Wenn du dich bald wieder ins Getümmel der Straßen stürzen wirst, sehe ich da einige nützliche Wundsalben für dich. Eigentlich suche ich ja nach einer verschwundenen Edelfrau. Oh, die Tochter dieses Fürsten. Als ich sie neulich morgens sah, war sie ganz grün im Gesicht. Sie hat mit Trigel geplaudert vor seinem Laden. Sie deutet auf den zerfallenen Turm. Du sprichst da von Morkelübelkeit. War sie schwanger? Lord Harold sagte, dass die Reise sie krank gemacht hätte. Vielen Dank für die Information. Was war mit ihr los? War sie schwanger? Sie seufzt, genau, und deshalb war sie auch vollkommen durcheinander. Ihr war so übel, dass ihr nicht mal Tügels Geruch auffiel. Ich bot ihr einige Kräuter an, um das Problem zu erledigen. Ich dachte, das würde ihr einige Schwierigkeiten mit ihrem Vater ersparen, aber sie wollte sie nicht nehmen. Lord Harold sagte, dass die Reise sie krank gemacht hätte. Sie lacht, das war keine Reisekrankheit. Glaub mir, ich weiß, was ich sehe. Was war mit ihr los? Sie zupft an einem Verband. Nichts gegen dich, aber ich kenne dich ja kaum. Ich bin keine Klatschtante und ich möchte dem armen Mädchen auf keinen Fall noch mehr Schwierigkeiten machen. Danke für deine Information. Kann ich sonst noch was für dich tun? Leb wohl. Also, wir wissen jetzt... Endina sagte mir, dass Alice schwanger ist. Endina sagte mir, sie habe Alice mit Tirge sprechen sehen. Sein Laden befindet sich in dem zerstörten Turm in der Nähe des Karrens. Mhm. Hier haben wir nochmal zwei von den Jungs. Also ja, der Futterflusskreuzung. Durch die müssen wir dann erstmal durch, wenn wir nach Diaban Rilak wollen. Hier geht's Lederei. Dann gehen wir mal da rein. Ich kann es nirgendwo finden. Ich habe es nie. Darüber unterhalten wir uns später. Jetzt geht zurück zu den Farben. Ich kümmere mich um unsere Kunden. Okay, das ist Trigil. Hello. Ein kräftiger, breitschultriger Mann wischt sich seine Hände an seinen Hosen ab. Er stinkt nach demselben übrigen Gemisch, das aus den Fässern aufsteigt und seine Arme sind mit Farbe beschmutzt. Möchtest du etwas Leder kaufen? Rumbald erwähnte etwas über einen Oger. Seit seine Schweine verschwunden sind, hat er kaum über etwas anderes gesprochen. Das ganze Dorf macht sich wegen dieses Monsters Sorgen. Die Leute sehen ihn danach Gestalten an ihrem Fenster vorbeischleichen und das Schnarchen ihrer Partner halten sie für Ogergebrüll. Wenn jemand dieses Monster beseitigt, würde das viele Leute beruhigen. Er kratzt rote Farbpigmente von seinen Fingernägeln aus. Allerdings gehe ich manchmal in die Wildnis, um Zutaten für meine Farben zu sammeln. Östlich von hier nahe des Flusses habe ich Spuren gesehen, die für mich ganz eindeutig waren. Er wischt sich mit einem Hemdzipfel einen Farbklecks vom Ellbogen. Brauchst du sonst noch was? Was befindet sich in einem eingestürzten Turm? Er ist eingestürzt, nichts. Er rollt die Augen nach oben und zuckt mit den Achseln. Ein paar Häute auf Strecke stellen und der Teiggestank über den Dengler immer schimpft. Der Rest der Burg ist Staub, genau wie diese dumme Lady Tainu, die versucht hat, sie zu halten. In der Schenke gibt es einen Bahn, der dem beiden Gedarf die ganze Geschichte erzählen wird. Sag mir, was du zu verkaufen hast. Trollhautgürtel bringt Regeneration. Erlittener Schaden durch kritische Treffer verringert. Weißt du was, die kaufen wir beide mal. Danke dafür. Gucken wir mal, was für einen Gürtel tragen wir? Wir tragen zurzeit gar keinen. Und der trägt auch keinen. Das ist dann praktisch. Wobei, Regeneration sollte eher ich nehmen. Weil der hat ja eine Passivregeneration als Kämpfer.
So, brauchst du sonst noch was? Was kannst du mir über Alice Harrond erzählen? Er zuckt mit den Achseln, nur dass die Männer ihres Vaters auf der Suche nach ihr Türen eingetreten und für Ärger gesorgt haben. Ich selbst habe sie nie getroffen. Hendina sagte, dass ihr beide euch getroffen hättet. Er verschränkt die Arme und der Gestank von Teig und Tierdung strömt von ihm in deine Richtung. Ach tatsächlich, und was hat sie denn uns noch gesagt? Alice war schwanger, sie hat euch zwei sprechen gesehen. Worum ging es? Nichts.